Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, ich bilde mir ein, wir hätten das letzte Mal woanders Schluss gemacht. Bin gerade kurz ein wenig irritiert. Sekunde, ich habe mich gleich wieder gefangen. Wir meditieren erstmal. fängt ein bisschen stressig an. Das liegt daran, dass ich letztes Mal quasi unmittelbar vor einem Bosskampf gespeichert habe. Und wir da jetzt natürlich durch müssen. Aber eigentlich dachte ich, ich hätte direkt davor gespeichert. Dachte ich, genau, da ist es auch. Ich bin noch hier reingegangen und habe die Kiste geholt. Da wartet Keira auf uns und da unten wartet der Bosskampf. Erstmal jetzt in aller Ruhe willkommen. Kommt erstmal an, macht's euch bequem. Macht's euch gemütlich. Willkommen zurück zu The Witcher 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe letztes Mal hier so einen ganz fiesen Hänger gemacht vor dem Bossfight, weil ich letztes Mal keine Lust mehr drauf hatte. Dieses Mal müssen wir uns jetzt aber dem Ganzen stellen und das werden wir auch. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Bossfight auf Blut, Schweiß und Tränen mache. Ich bin mal gespannt, wie es läuft und wie ich mich schlage. Ich drücke nochmal F5 und speichere das Ganze nochmal ab. Und dann würde ich sagen, ziehen wir los und stürzen uns ins Getümmel. Ich guck gerade noch mal. Ich glaube, es ist mir noch zu laut. So, perfekt. Und los geht's. Er erwartet uns. Auf geht's, ja. Er erwartet uns. Ich freue mich auch schon riesig. Action! Soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Komm, lass dir helfen. Keira ist eine gute, eine sehr mächtige Zauberin. So, und da haben wir Nithral, einen General der wilden Jagd. Puh, endlich geht's rund. Ja, und der redet die ganze Zeit irgendeinen Quatsch und ich muss erstmal wieder reinkommen. Es ist jedes Mal, ich spiele ja zwischendurch immer Dragon Age Inquisition und ehrlich gesagt kriege ich jedes Mal den Wechsel der Steuerung nicht auf Anhieb hin. Aber okay, das schaffen wir schon. Ich sehe schon, der ist ganz schön eklig auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich weiß gar nicht, was man bei der wilden Jagd aufs Schwert für ein Öl packen kann. Muss ich peinlicherweise gerade zugeben. Weil das Erhängtenöl hilft bei denen nicht. Ich kann noch ein bisschen noch mal Donner nehmen, dann mache ich noch ein bisschen mehr Schaden. Oh Mann. Das Problem an dem ist, das sieht jetzt so einfach aus, aber der hat Phasen, also Zwischenphasen, diese hier, in der er sich wieder gegenheilt. Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Genau, indem er solche Passagen öffnet. Konzentriert. Und dass der dann Hunde der wilden Jagd kommen. Und das ist natürlich blöd, weil dann heilt er sich quasi wieder ganz. Ihr seht schon, er heilt sich wieder ganz hoch. Und das ist so ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt, jedes Mal aufs Neue. Aber wir schaffen das. Wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht, ne? So. Ja, toll. Ja, das nervt echt ein bisschen. Nein, du triffst mich nicht. Nein, du triffst mich nicht. So. An Eis-Heinis mal mit Feuer, mit dem Feuerzeichen rangehen. Und die Kameraführung ist auch gerade sehr
nennen wir es unkonventionell. Und jedes Mal kann ich ihn ein bisschen weiter runterprügeln, bevor er in seine Phase geht. Es muss halt so ein bisschen schon auch der DPS stimmen. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht doch aufs Gwen-Zeichen wechseln soll. Um vielleicht zumindest einen Schlag abfedern zu können. So, zack. Genau, und dann sehe ich auch mal, wann er mich richtig getroffen hat. Keira ist doch ganz nützlich, oder Geralt? Jetzt hat er mich zum Beispiel getroffen. Seht, jetzt habe ich ihn schon fast ganz runter. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Da ist nämlich schon die Phase. Es geht dann in die nächste Phase, schmeißt mich wieder weg, weil ich zu dicht dran stand. Und dann kommt die nächste Spalte. Und da müssen wir dann wieder ran. Ich überlege mal, Sekunde, ich werfe hier mal so ein... Wow, hab ich beschissen gezielt. Das war ja mehr als peinlich. So. Hier ist es auch noch kalt. Finde ich sehr unangenehm. So, hauen wir euch kaputt, ihr Lieben. So, und einmal er hier. Das Problem an den Viechern ist, dass die sich halt auch noch gegenheilen. Na komm, es hat gerade bei der Steuerung nicht reagiert. Fängt wieder alles ganz famos an. Jetzt wollte er nicht mehr zuschlagen, aber okay, hat sich offenbar durch das eine Mal Menü aufrufen wieder gelegt. Er ist wieder voll geheilt. Dafür müsste ich ihn jetzt in der nächsten Runde aber noch weiter runterkloppen dürfen, als ich ihn jetzt gekriegt habe. Also eigentlich sollte er jetzt bald mal dran glauben müssen. So, und ich liebe den Wirbel. Muss den nur richtig einsetzen. Ich könnte das Betäuben scheint bei dem ganz gut zu funktionieren. Vielleicht probiere ich auch mal Axi aus. Der hat gerade irgendein... So, und jetzt betäube ich dich. Okay, das funktioniert so nicht. Das klappt also nur über den Nebeneffekt betäuben. Das ist gut zu wissen. Oder mein Axi ist einfach nicht gut genug geskillt. Kann natürlich auch sein. Ich habe ja immer nur die eine Stufe drin, mit dem, dass man die Dialogoption von Axi bekommt. So, sehr gut, Geralt. Das war schön. Hat mir gut gefallen. Fahre er fort. So, jetzt blockt er. Ich hoffe, er geht jetzt gleich nicht in die Phase. Dann bin ich mich echt genervt. So, Sekunde. Nein, ich hab ihn. Sehr schön. Sehr schön. Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Gut gemacht, Geralt. Wenn ich täusche, sind wir im Labor des Elfen. Jetzt können wir hier ein bisschen rumlooten. Labor des Elfen ist gut. Das heißt nämlich, dass wir diese Höhlenmission geschafft haben. Ihr seht aber, wir haben hier noch eine brüchige Wand. Soweit ich aber weiß, genau, kommen wir hier erst gleich lang. Müssen wir uns also merken, wenn wir soweit sind. Zeige ich euch dann, was es mit der Stelle auf sich hat. Genau, dann haben wir hier noch irgendwas an Kisten, was wir schnell ablooten können. Das hier sind nur von unten nach oben Stalagmiten, die ich kaputt machen kann. Das bringt es jetzt nicht so sehr. Und ich glaube, wenn ich da hinten zu nah hingehe, triggert das mit Keira irgendwann. Da haben wir noch was zum Looten, Zwergenschnaps, Olive, naja. So, da haben wir noch den. Na schön. Nach der weißen Kälte. Aber jetzt müssen wir erst die Nachricht angucken. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich weiß ja nicht, was Geralt dachte.
aber ich dachte nicht, dass es so einfach werden würde, Ciri zu finden. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben, ist eine interessante Frage. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Okay, der Elf hat Ciri vor irgendwelchen Hexen gewarnt. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Ach, Keira. Kennst du diese Hexen? Du hast die bisher nicht erwähnt, warum nicht? Sie hat uns bis hierher geholfen und Zauberinnen sind halt... Ja, komm. Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Gut gemacht, Keira. Aber wir bohren trotzdem nochmal nach, warum sie bisher nicht erwähnt hat. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fass es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Denselben Spruch hätte ich ehrlich gesagt auch gebracht, vor allem an Geralds Stelle. Es ist ja nicht nur so, dass er was mit zwei Zauberinnen hat, sondern es kam auch mit einigen anderen Zauberinnen zu Begebenheiten, in denen sie Geralt nicht gerade sehr vertrauenerweckend behandelt haben. Da gehen wir später vielleicht nochmal drauf ein, aber ein wichtiger Name in dem Kontext wäre Sheila de Tankerville. Das erzähle ich euch, wenn wir ihr begegnen. Das dauert noch. Aber das merke ich mir dann für später. Dann finde ich, ist der Kontext besser. Wo finde ich diese Hexen? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich. Aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf. Und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Genau, wir haben ein paar interessante Schriftstücke gefunden. Wo ich jetzt mal gucken wollte, ob ich die finde. Also Herrinnen des Waldes auf jeden Fall. Das lesen wir uns jetzt mal durch. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Velen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen des Waldes um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen, dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf das es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreine aus, die guten Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Natürlich kann ich euch hier schon sagen, wir werden herausfinden, was es damit auf sich hat und ob die Herrinnen wirklich so gut sind, wie sie hier beschrieben werden. So, jetzt hat man noch nach der weißen Kälte
Die Asche sinkt hinunter an traumverlorenen Hügeln vorbei an den funkelnden Wassern Tirnalias, langsam, sanft, still ins Vergessen. Wissende Lippen schwärzen sich, gefrorene Knochen erbeben. Ehe das eisgebannte Auge blinzelt, betrachte ich aus fernem Himmel euren Niedergang. Nach der weißen Kälte. Ja, was es mit der weißen Kälte auf sich hat, ist ein wichtiger Bestandteil von The Witcher 3. Dazu erzähle ich euch jetzt noch nichts. Der Begriff der weißen Kälte wird sich im Laufe dieses Let's Plays von selber klären. Tirnalia ist die Hauptstadt der Aenelle-Elfen. Und die Aenelle-Elfen sind gleichzeitig auch die Elfenart, der die wilde Jagd angehört. Auch dazu werden wir im Laufe des Let's Plays mehr lernen. Vielleicht kann ich versuchen, euch so ein bisschen was zu erzählen. Es gibt in The Witcher ja zwei Elfenstämme. Die Enseide, in deren Welt wir uns hier befinden. Das ist die, die von den Menschen überrannt worden ist. Und die Aenelle. Die waren früher mal ein Volk. Und durch eine Katastrophe in deren Welt gab es dann die sogenannte Migration. Das heißt, die Elfen sind losgezogen, um sich eine neue Heimat zu suchen. Und dabei haben sie sich getrennt. Die Aenseide-Elfen kamen in diese Welt, in der wir hier gerade sind. Und die Aenelle-Elfen haben eine andere gefunden. Die Aenelle-Elfen, die gibt es, also die haben ihre Welt noch. Denen geht es noch ziemlich, also fast schon zu gut, wenn man sich die wilde Jagd anguckt. Und die Enseide-Elfen, die sind halt fast ausgerottet, haben keine eigene Heimat mehr und sind jetzt halt aufgesplittert in so Gruppen wie die Skoyatel zum Beispiel. Ja, wir werden im Laufe des Let's Plays auch noch mehr Gelegenheit haben, über die Elfen zu reden. So ein paar Sachen werde ich dann auch nochmal recherchieren, dass ich die besser erzählen kann. Auch über die Migration werden wir noch was hören. Aber nur, dass ihr diese Begriffe schon mal gehört habt und grob wisst, warum es zwei Elfenstämme gibt. So, jetzt haben wir die beiden Sachen gelesen. Die fand ich jetzt ganz spannend. Auch das mit den Mumen, also die Hexen vom Buckelsumpf zu lesen, fand ich ganz spannend. Und jetzt können wir tatsächlich nach einem Ausgang suchen. Vorher gucken wir uns aber nochmal um. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Um Ciri zu suchen. Genau. Cirilla, da ist der Charaktereintrag aktualisiert worden. Den gucken wir uns bei Gelegenheit auch nochmal an. Die Bärenlegende? Was ist die Bärenlegende? Warum konnte ich das jetzt mit V nicht aufrufen? Was ist hier schon wieder los? Nee, das müsste doch eigentlich hier sein. Sonstiges. Die Bärenlegende. Vestariums-Eintrag. Ach, das sind die Berserker. Okay, das machen wir dann, wenn wir auf Skellige sind. Dauert auch noch ein bisschen. Lustig, dass man das hier schon findet. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Hier haben wir noch Unterlagen, die rot leuchten, gucken wir uns diese an. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Ja, ein Elfenwissender. Die Frage ist, was ein Elfenwissender nicht weiß. Hier können wir noch was looten, Pfeffer und Fläschchen. Und wir müssen, wenn wir hier raus sind, sowieso unser Inventar wieder aufräumen. Dann haben wir hier noch allerlei Handwerksmaterial und ein Mahakama-Stahlschwert. Und dann haben wir hier wieder rote Sachen. Ein mysteriöser Magier-Kräuterkundler. Tja, Kräuterkunde und Magie gehört für mich, also in meinen Augen, zusammen. Das ältere Blut, oh, das lesen wir auf jeden Fall auch. Ich kann die mit V nicht aufrufen, warum nicht? Also irgendwas spinnt doch hier schon wieder rum. So, da haben wir es. Das ältere Blut, das tun wir uns jetzt noch genau. Das tun wir uns jetzt noch an. Was genau ist das ältere Blut? Einige behaupten, es sei ein mächtiger Fluch, der von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Diejenigen, in deren Adern das Hen-Ich-Her fließt, sollen der Sage nach Tod und Zerstörung in sich tragen und Hass und Verachtung in den Herzen der Menschen säen. Laut einer Prophezeiung der Idlinne wird aus diesem verunreinigten Blut ein Rächer geboren, ein Vernichter der Völker und Welten. Andere wiederum behaupten, das ältere Blut sei ein extrem selten... was? sei ein extrem selten ererbtes Talent. Das Wort ererbtes habe ich bisher auch echt, glaube ich, noch gar nicht gehört. Das die Kontrolle über Zeit und Raum in einem Maß erlaubt, das selbst für elfische Wissende unerreichbar ist. Doch leider konnten nur die wenigsten, die dieses Geschenk in sich trugen, die vollständige Kontrolle darüber erlangen.
Die unvollständige Beherrschung führt ausweichlich zu plötzlichen Ausbrüchen der Kraft in Form von unvorhersehbaren, unkontrollierbaren und deshalb sehr gefährlichen Explosionen. Hinter den dunklen Sagen über den Fluch des älteren Blutes liegt die Wahrheit dieser tragischen Fälle verborgen. Aus offensichtlichen Gründen waren die Träger des älteren Blutes sowohl für die Mächtigen als auch für die Magier schon immer von großem Interesse. Erstere zählten auf die Wahrheit der Prophezeiung der Edlinne, auf einen Rächer, der geboren wird, um die Welten zu zerstören und den sie für ihre Zwecke nutzen konnten. Und letztere hofften, die Magie des Herrn Ichair nutzen zu können, um ihr Wissen und ihre Macht zu vergrößern. Am Ende waren alle Pläne vergebens. Die Linie des älteren Blutes war mit dem Verschwinden der Erben der Krone Nilfgaards, Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, unterbrochen. Ja, das ist etwas, ich habe euch letztes Mal schon erzählt, was es mit Quellen und sowas auf sich hat, na, mit Ciri und sowas, dass Ciri eine Quelle ist. Das ist, was wir gerade gelesen haben, dass Quellen, also dass Kinder von älterem Blut, das oft nicht kontrollieren können. Das ist einer der Gründe dafür, warum Zauberer, danke an Nosferatu, der mich daran erinnert hat, dass Zauberer Quellen oft als magisch untalentiert betrachten. Das ist aber eine etwas unfaire Betrachtung, denn die Magie, die eine Quelle oder die Macht, die eine Quelle in sich trägt, die kann ein Zauberer oder eine Zauberin sich überhaupt gar nicht vorstellen. Deswegen, das zu kontrollieren, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber interessant, oder? Jetzt wisst ihr auch noch ein bisschen mehr über das ältere Blut. So, was haben wir hier noch? Das leuchtet auch rot. Zeig mal. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Das ist doch gut. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, alles. Jetzt können wir tatsächlich hier gucken. Da leuchtet nämlich dieses verschlossene Türchen rot. Angewandte Magie, eine Einführung. Das machen wir mal, wenn ich eine Lesefolge oder sowas mache. So. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Oh ja. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Ja, das werden wir. Danke. Aber das Auge von Nehaleni wird noch nützlich werden. Und bevor wir uns jetzt mit dem Auge von Nehaleni hier am Ausgang zu schaffen machen, erinnert ihr euch, gehen wir noch dahin, wo vorhin die Wand war, wo ich gesagt habe, da können wir erst lange mit Kaira sprechen. Denn das hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Ist eine Auge von Nehaleni-Wand. Hui! Und da ist sie auch schon weg. Jetzt können wir hier lang und gucken, was sich da hinten noch verbirgt. Saufen wir mal ein Stück. Ich benutze relativ wenig, fällt mir auf, den Schwertwahltrank, aber er ist auch so selten zwingend erforderlich. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Genau. Ja, das bringt mir hier mal nichts. Erstmal hier lang, da wo wir schon die Kisten leuchten sehen in den Hexersinn. Es lohnt sich tatsächlich, wie in fast jedem Spiel, einfach die Hexersinne permanent durchzudrücken. So, hier nochmal Sauerstoff tanken, damit man einfach gerade auch in so dunklen Passagen nichts übersieht, weil dieses gelbe oder rote Leuchten, das ist halt schon sehr, das sticht halt schon sehr ins Auge. Das sollte dann nicht das Problem sein, dass man das dann auch tatsächlich findet. So. Genau, ist hier hinten. Da ist noch was. Perfekt. Oh, was ist... Oh, fuck, ein Nebling. Wie ätzend. Aber wir haben ihn. Sehr schön. So, kleines grünes Mutagen. Gut, Mutagene müssen wir eh sammeln. Und dann haben wir hier Waffen. Aber ich glaube auch, dass Maulgrim, auch wenn es drei Runenplätze... Doch, das ist besser als meins. Oh, cool. Dann rüsten wir tatsächlich das Schwert hier direkt mal aus, weil das ist schon ein krasser Unterschied. So ein Silberschwert mit, ja. Habe ich noch Reparaturkits für... Ja, natürlich habe ich noch Reparaturkits für Schwerter. Einmal hier und einmal hier. Und dann haben wir 604 bis 738 und hier haben wir 5... Ja, das ist ja wundervoll.
Das ist ja wundervoll. Die Bonus-Stats, 20 auf Arztzeichen, Chance auf Vergiften und Bonuserfahrung bei Monstern, ja, die Chance auf Vergiften ist schade. Aber ich habe hier zumindest einen Runstein mit 5% Chance auf Vergiften. Tun wir dann mal hier drauf. Dann habe ich noch einen mit Verbrennen, einen mit Bluten und einen mit... Also den mit Zeichnungszeit tue ich auch auf jeden Fall drauf. Und dann habe ich hier, genau. Und den mit... Das ist jetzt noch nicht so... Das ist nicht stringent nach Konzept, ne? Später werden wir dann anfangen, vernünftiger zu leveln. Jetzt gerade ist mir das noch wurscht. Also vernünftiger auch unsere Sachen auszurüsten. Wir kommen doch momentan eigentlich ganz gut zurecht. Welchen nehme ich jetzt noch? Bluten? Oh, ich habe die Beschreibung vergrößert. Bluten oder Verbrennen? Ich habe hier noch kleinen, den will ich eigentlich nicht. Was habe ich denn bei den mittleren noch so da? Einfrieren. Klein, klein. Trivac ist betäuben. Betäuben ist vielleicht ganz geil. Aber ich glaube, ich nehme noch den Bluten, dann habe ich nämlich wieder Effekte mit drauf. Dann müsste der jetzt auch das Schwert, ja, rote Runen drauf haben, was dann ziemlich cool aussieht. Ja, perfekt. Haben auch gleich ein neues Silberschwert, das ist nie verkehrt. Alles klar, dann jetzt zum Ausgang und das Auge von Nerlini verwenden. Dann haben wir hier auch noch alles geholt. Hat sich jetzt für mich in dem Fall tatsächlich gelohnt, dass wir hier hinten waren. Mit dem besseren Schwert. Das finde ich ganz angenehm. Maulgrim ist auch eins, das man ohne Probleme nehmen kann. Das ist kein Crab-Schwert, also beim besten Willen nicht. Das ist auch ein Relikt, also schon bessere Klasse. Das ist doch, da bin ich doch ganz happy gerade tatsächlich. So, auf geht's. Auf geht's zum Ausgang und zu Kera. Und dann benutzen wir hier das Auge von Nerlini. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kehra? Du hast es in der Hand, mein Schnupfi. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. So, ich mach schon mal das hier. Und da haben wir den Ausgang. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ich finde die Reaktion jedes Mal zu gut. Die magische, was jetzt? Nein, natürlich helfen wir ihr. Ja, ich helfe. Wunderbar. Sie hat uns ja auch geholfen. Komm. Das ist kein Thema. Vella Glan! Wir müssen jetzt, glaube ich, genau, Folge Kera, dann gehen wir vor, Schätzchen. Na los! Stufe 59! Yeah, geil! Das mögen wir. Oh sieht ja. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Oh Kacke, das kann jetzt peinlich werden. Ich hoffe, ich krieg das noch hin. Na los. Alles klar. Hier war sonst nichts mehr, ne? Genau, dann schauen wir uns das direkt an. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der Zweite neben dem Ersten spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten, doch wie der Zweite spielte auch er. Ah, Kacke. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Das kriege ich bestimmt noch hin. Warte mal. Na gut. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. So, der Erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Das müsste er gewesen sein. Brennt wie Zunder. Genau, und jetzt... Zweite spielte eine triste Klage. Das ist dann er. Warte. Gerade ist was passiert. Der Dritte bleibt dicht bei seinem treuen Tier.
Und der vierte. Und wieder zweite spielte auch er. Yay! Es hat funktioniert. Wundervoll. So, da wären wir doch. Schaue sich das einer an. Wunderbar. Das ging da doch besser, als ich dachte. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Über Lara Dorn erfahren wir im Laufe des Spiels auch immer so ein bisschen mehr. Da werde ich jetzt mal noch nicht zu viel vorwegnehmen und dann, immer wenn es soweit ist, ein bisschen was erzählen, was ich so weiß. Das kommt dann noch. Hier haben wir noch einen Zettel. Notizen eines Wissenden. So, und hier hat man, genau, das ist, ja, nee, das machen wir irgendwann mal. Aber die Notizen des Wissenden lesen wir noch. Tag 3275, letzte Schlüsse bezüglich der Lampe. Meine Erfahrungen mit der Zauberlampe bestätigen zweifelsfrei, dass durch ihre Verwendung Kontakt mit aktiven Zentren kondensierender Geisterenergie hergestellt werden kann und eine Kommunikation der letzten Erinnerung des Wesens möglich ist. Die Geistesenergie, die von Lara Dorns Überresten emittiert wird, ist allerdings völlig inert. Okay, und dies trotz der gewaltsamen Todesumstände, welche die gewünschte Tendenz hätten. Entschuldigt, Leute, jetzt habe ich gerade irgendwie einen Hänger gehabt. Oh Gott. Und dies trotz der gewaltsamen Todesumstände, welche die gewünschte Tendenz doch hätten verstärken müssen. Lara bleibt still. An diesem Punkt erscheinen weitere Nachforschungen zur Lampe, die Kontakt mit den Toten ermöglichen, für meine Zwecke gänzlich unbrauchbar.